Hallo liebe eBay, ich möchte euch heute die Zender Bronica SQA vorstellen, die ich hier bei eBay verkaufen möchte. Und ja, das mache ich eigentlich deswegen, damit ihr euch mal einen Eindruck von der Kamera verschaffen könnt, ohne euch nur auf die reinen Bilder zu verlassen, die bei eBay eingestellt sind, sondern ja, ein Video sagt quasi mehr als 1000 Bilder. Und ja, die Kamera läuft aus am 26.09. 2010, ungefähr um 19 Uhr. Ich habe die genauen Daten hier nochmal gerade eingeblendet. Und ja, damit soll es auch schon losgehen. Fangen wir an mit dem Body der Bronica SQA. Ja, es handelt sich um eine 6x6 Mittelformatkamera, analog natürlich. Und das erste Wichtige, was auch schon mit dabei ist, das ist eine Batterie. Dabei handelt es sich um eine 4LR44. Die ist, wenn man die im Laden kauft, relativ teuer. Deswegen habe ich sie im Internet gekauft. Hier nochmal kurz der Link, wo ich sie gekauft habe, damit ihr vielleicht nicht so suchen müsst. Ja, das ist das Erste, was als quasi Zubehör mit dabei ist, direkt. Weil viele verkaufen die Kameras auch ohne Batterien und ja, ich habe mir gedacht, warum sollte man das nicht machen, dann könnt ihr halt wenigstens sofort loslegen, wenn ihr die Kamera hoffentlich ersteigert habt. Ja, das, wie gesagt, ist das Erste, was dabei ist. Dann geht es direkt weiter mit dem Objektiv. Dabei handelt es sich um das 80mm Standardobjektiv mit Blende 2.8. Und ja, die Linsen sind komplett kratzfrei, sowohl außen als auch von innen. Und als ja, Zusatz hierfür ist einmal ein erster Filter dabei. Hier steht jetzt drauf L1B. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es für einer ist. Ich denke, es ist ein Sky-Filter. Ja, ich habe ihn halt nur benutzt als Schutz vor der Linse. Und ja, also er hat eigentlich immer gute Dienste geleistet. Und als zweites ist auch ein Polfilter dabei, der halt sehr schön Spiegelungen entfernt, je nachdem was ihr fotografiert, wenn ihr Wasser oder ja, irgendwelche anderen glänzenden Materialien fotografiert, kann man da halt die Spiegelung sehr gut steuern. Dann ist auch noch ein original Bronica Objektivdeckel mit dabei. Und ja, soviel zum Objektiv. Dann als nächstes, natürlich auch ganz wichtig, das Magazin, bestehend einmal halt, ja, aus dem Magazin selbst, natürlich mit dem entsprechenden Schieber dabei. Dazu dann natürlich das Innenleben und gehört natürlich auch eine Spule dazu, wo sich der entwickelte Film dann halt aufspult. Das also zum Magazin. Die Dichtungen des Magazins sind auch noch ja, eigentlich wie neu. Ja. So, dass auch da kein Lichteinfall oder sowas vorherrscht. Das wäre dazu. Dann gibt es keinen Lichtschachtsucher, sondern den Prismensucher von Bronica. Der ist auch kratzfrei, voll funktionsfähig. Das wäre das nächste extra dazu. Und noch als kleine Besonderheit gibt es den Handgriff dazu, was das Weiterspulen des Films ein wenig erleichtert. Ja, wenn man ihn dann montiert bekommt, so. Eigentlich ganz einfach. Da ist er schon dran. So, das wäre also quasi das Komplettpaket, auf das ihr bietet. Nochmals hinzu kommt einmal noch der Tragegurt. Den habe ich jetzt nicht extra dran gemacht, weil ich ihn eigentlich nie benutzt habe. Und eine originale Bedienungsanleitung für die SQA. Und ja,
Ich möchte auch einmal alle Seiten einmal jetzt durchgehen, damit ihr halt seht, dass das Objektiv auch einwandfrei funktioniert. Ja, fangen wir auch direkt an mit der 500. Sekunde. Ich kann auch Deckel und Magazin nochmal abmachen, damit man ja, das Auslösen auch quasi sieht. Ich hoffe, man erkennt es. Ich nehme den Lichtschalter von auch nochmal ab. Ja, die 500. Sekunde. Einmal spannen. Zack. Die 250. Die 125. 60. 30. 15. 8. Viertel, die halbe Sekunde, eine Sekunde, zwei, vier, und das letzte. Die 8 Sekunden. So. Ja, das war das erste. Dann zu dem Lichtschachtsucher noch. Falls ich das, also den muss man natürlich hier auch anschalten. Als ich das erstmal durchgeguckt habe, habe ich überhaupt erst nicht mal die Zeit gesehen, die der Lichtschachtsucher, die der Prismensucher halt berechnet. Man muss halt ein Stückchen wirklich nach oben gucken, dann sieht man oben an der Leiste, sieht man rot die gemessene Belichtungszeit, entsprechend zu der eingestellten Blende. Und ja, das war's auch eigentlich schon. So, dazu ein kurzes eBay-Vorstellungsvideo. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Bieten auf die Zinser Bronica SQA. Vielen Dank.